Er ist da immer noch. Wer denn? Da, guck da, vor der Tür und ich komme nicht rein. Es ist ein Baum, bist du doof? Frau! Ah! Nee, ich hab noch einen im Inventar. Ich hab ihn im Inventar. Ich hab ihn angefasst. Jetzt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Baluis Küchenstudio. Heute bauen wir ganz live exklusiv für Sie zu Hause einen super leckeren Fruchtsalat mit Erdbeeren. Nur mit Erdbeeren. Mit Erdbeeren und Erdbeeren. Erdbeeren und Erdbeeren. Das ist der super. Ach ja, Miri ist auch dabei. Meine Küchenassistentin Miri. Hallo. Hallo. Ja, was machen wir denn heute? Also ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe schon mal das Brett mitgebracht. Und den Mixing-Bowl. Jetzt schmeiße ich einfach meine beiden Erdbeeren in dieses Gerät rein und zack, ist der Fruchtsalat fertig. Wow, war das nicht toll. Schaltet auch zum nächsten Mal wieder ein, wenn ihr wissen wollt, was man aus Tomaten alles Leckeres machen kann. Danke fürs Zuschauen, haut rein und tschüss. Ja, toll. Hast du gerade unsere Essenskiste vergrößert? Nein. War dir das nicht mehr genug? Nee. Irgendwie haben mein Wasservorrat leer gesoffen und jetzt ist schon wieder mein Beutel leer. Irgendwas ist explodiert. Wo? Ich habe zum Glück nichts gehört. Nein, das heißt, es war nicht in meiner Nähe. Das ist gut. Ja, aber ich stand direkt hinter dir. Vielleicht bist du einfach taub. Ey, was, so alt bin ich auch noch nicht. Ja, meins. Hudi! Nein, Mist. Was sind das viele? Ja, ne? Das müssen wir bald mal ausdüngen. Bald werden sie ausgedüngt. Oh, ihr Kühe, ihr seid aber auch noch wenig. Könnt doch heulen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese rote Zeug zu kriegen, ohne dass ich jetzt stundenlang das hier machen muss. Das war nicht meine Druckkammer. Bitte. Wenn sie schon einmal in die Luft geflogen ist, habe ich eigentlich keine Lust, dass sie es nochmal macht. Hallo? Bist du noch heile? Ja. Steht bei 3 Bar. Das ist doch gut, würde ich sagen. Hoffe ich mal. Mit Möhren können wir da eigentlich... wir können aber nicht machen, aber können sie auch mal essen. Was kann man mit Möhren machen? Möhrensalat bestimmt oder sowas. Ja, man muss ja schon kreativ sein, ne? Geraspelte Möhren, Möhrensalat. Mann, ihr blöden Pflanzen, jetzt gebt mir doch eine rote Blume, das kann doch nicht so schwierig sein. Jetzt? Oh, ich feiere das so, wenn ich jetzt endlich eine rote Dings kriege, sonst drehe ich gleich am Rad. Nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Kann nicht angehen. Nicht weinen. Doch, ganz stark weine ich gleich. Ich will das hier nicht eine ganze Folge machen, dann drehe ich durch. Ich meine, da muss ja irgendwie, für irgendwen müssen sie sich doch irgendwie überlegt haben, wie man an rotes Zeug ankommt. Ich habe Tomaten. Ja, aber die sind noch rot. Ja, aber und Äpfel auch. Ich habe so viel rotes Zeug für dich. Danke, mein Schatz. Das ist dir einfach egal. Ja, es hilft ja nichts. Die sind funktionieren ja nicht als rote Farbe. Ich könnte damit mein T-Shirt rot färben, indem ich es ein bisschen auf meinem T-Shirt rumreibe, aber da habe ich auch nichts von. Ist dein Skin nicht schon rot zum größten Teil? Ja, ich nehme einfach mich. Gute Idee. Oh Mann. Ich habe Kiwis. Kiwis. Woher hast du die? Der war auch hier irgendwo bei. Voll lecker. Schön Kiwis in Scheiben. Ich wusste zwar nicht, dass die so von Bäumen fallen, aber... Vor allem von Bäumen. Du hast doch nur Gras. Ja, Sträucher, ja. Klugscheißer. Wo wachsen denn Kiwis? Auf dem Boden. Nein, in echt, meinst du? Ja. Keine Ahnung. Ehrlich, ich habe echt keine Ahnung. Wo wachsen Kiwis? Auf Sträuchern? Auf Bäumen? Wisst ihr es? Ich habe einen Teil von unserer Mauer aus Versehen abgebaut, weil meine Achse zu schnell ist. Und ich dachte, du hättest gesagt, du hättest noch rote Blumen gefunden. Dann hätte ich... Ja klar, hier in den Bäumen. Hätte ich geküsst, aber so. Ja, so will ich auch keinen. Bitte, eine rote Blume, eine rote Blume. Sonst entschied ich mir die gleich, ey. Meine Güte. Da gibt es bestimmt ganz einen Trick. Wahrscheinlich muss ich in die Stadt, weil da hat es bestimmt welche. Tschüss. Ich habe doch die eine Stadt entdeckt mit dem... Stimmt, Kaffee. Die wollten wir doch nochmal angucken. Wer hat's da Blumen? Ja, genau. Die hat ja einen Kaffee. Ja, wollen wir da mal hingehen? Du hast da waren keine Monster, ne? Als ich da war. Aber ich war da ja auch nur 2 Meter drin und bin dann wieder weggerannt. Ich meine, wir können da ja... Lass uns mal hingehen.
Einfach so, wenn wir sterben, wir wissen ja, wir haben ja hier unsere Save Points. Die sind ja aufgeladen und sind auch schnell wieder verfügbar, weil wir haben nämlich genug Strom. Sollen wir mal hingehen? Warte. Nein, es wird Nacht, aber dann schlafen wir gleich eben erst vorher. Und müssen unser genug Essen und Trinken mitnehmen. Ich meine, die Stadt, die Miri aus Versehen entdeckt hat. Mal gucken, vielleicht hat es der wirklich irgendwas. Sie hat gesagt, da war ein Kaffee. Ja. Und wenn ein Kaffee ist, ist da vielleicht auch mehr. Vielleicht ist da eine Blume. Genau. Zur Deko. Richtig, das habe ich nämlich auch gedacht. Oh, Maus. Danke, Maus. Dein Handy hat vibriert. Hab's gehört. Gut gemacht. Ach ja. Hallo, Erdbeeren. Ich habe gehört, ihr seid lecker zu essen. Was? Ich krieg keine ab. Erdbeeren. Oh, was freue ich mich schon wieder drauf auf den Sommer, wenn es frische Erdbeeren gibt. Eis mit Erdbeeren oder so. Ah, nee, ich esse ja nur Schokoschock. Wer es nicht kennt, selber schuld. Da müsst ihr mir auf Twitter folgen oder so. Da kommen dann immer so Fotos von mega Schokoeis. Nein, Schokoeis mögen wir ja nicht. Aber Schokoschock, Eis mit ganz viel Schokolade drin. Drauf. So Zeug halt. Und so. Komm, Miri, gehen wir schlafen und gehen wir ein bisschen in die Stadt. Warte mal. Worauf? Warte, guck mal her. Ja? Wenn da jetzt ein Huhn rausgekommen wäre, du hättest es eingefangen. Ich habe schon wieder einen von deinen Sträuchern eingesammelt. Ja, schmeiß ihn hier in die Kiste. Ich nehme ihn. Jetzt nimm ihn doch. Du tust ja so, als wäre das was Giftiges wäre. Spinner. Spinner. Boom. Immer explodiert hier alles. So viel Zeug hier. Wir haben mehrere verschiedene Bäume hier. Er ist da immer noch. Wer denn? Da, guck da, vor der Tür. Und ich es ist nicht ein Baum, bist du doof? Frau! Ich hab noch einen im Inventar. Ich hab ihn in den Inventar. Ich hab ihn angefasst. Jetzt. Dann lass meinen Baum halt in Ruhe. Toll, er passt da nicht mehr. Er passt nicht rein. Warum geht das dann nicht? Ich muss ihn anfassen. Oh Mann, kann mich mal einer hier erlösen, bitte? Miri, du hast einen Knall. Wusstest du das schon? Nee. Was nehmen wir deine Essen mit? Hast du die Pilze mal gebraten? Ja, da. Mal gucken, wie viel sie regenerieren, wenn sie gebraten sind. Ein ganzes regenerieren sie. Dafür esse ich sie sogar. Gehen wir schlafen? Hast du einen Pilz gegessen? Ja, ich bereue es jetzt schon, aber... Wir können ja jetzt schon mal alles richten für morgen, dann verbrauchen wir nicht so viel vom Tag. Was heißt denn richten? Ja, was du mitnehmen willst und was nicht. Ach so, ja, da bin ich schon gerade bei. Du meinst also nicht schlafen gehen, okay. Nehmen wir uns jeder einen Wasserkanister als Ersatz mit? Das war doch mal unsere Idee. Ja, aber wenn wir die verlieren, haben wir gar nichts mehr. Ach so, nee, dann lassen wir sie hier. Stimmt, du bist schlau. So. Glas lassen wir, glaube ich, auch mal hier. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das tue ich unten in eine Maschine. Ja, ist ja noch so viel. Das kann man mal unten alles in Erz verwandeln lassen. Hallo, Arbeit für dich. Na, hast du Lust? Nein, egal. Und ich habe meinen Schrauber ist immer noch nicht voll. Warum ist der nicht... Ach, der steigt. Das geht nicht mehr weiter. Okay, aber das geht. Nein, das ist voll. Nee, noch nicht. Hä? Was? Wie funktioniert das? Aha, ich kann also in so einen Helm Zeug reinmachen. Aber wie? Wie soll das bitte schon funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr aber in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert. Ich bin schon gespannt. Wir gehen ja auf jeden Fall mit dem Zeug, was wir haben und ein paar Wasserflaschen und Essen und mit frohen Mutes werden wir gleich sterben. Ja, gut, dass wir beide so optimistisch sind. Wo ist meine Werkzeugmaschinenkiste? Soll ich mein Questbook lieber hier lassen? Wir haben nicht mehr so viele, ne? Ich lass es hier. Glaube ich auch. Nehme ich die Pistole mit Schuss? Ach, wir haben noch 7. Na, ich habe noch genug Munition. Nehme mal den Niedergang. Ich nehme Bogen mit. Schwert habe ich mein cooles. Meine Pickaxe nehme ich mit, für was abzubauen. Die Ranch, das lassen wir mal besser hier. Die graue Farbe, ich weiß gar nicht, in welche Kiste ich die packen soll.
Irgendwo so eine Mischmaschkiste? Ne, haben wir gar nicht, ne? Ey, ich hab keine Wie viel Trinken Ahnung. Sollen wir denn mitnehmen? Genug. Das heißt? Genug. Hammer lassen wir hier. Questbuch. Tue ich mal hier meine Liste. Essen, Essen, Holz. Ein paar Blöcke mitnehmen, kann man nicht schaden. Fackeln nehme ich auch mit. Den Hammer lassen wir auch mal hier. So. Dann nehmen wir, machen wir mal den Wasserpack, Backpack voll. Da müssten jetzt zwei reinpassen noch, genau. So. Und dann nehme ich mir mal, ich sag mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit. Das müsste reichen. Und Pilze habe ich, das reicht aber nicht. Wir müssen ja unterschiedlich. Ich muss ein paar Möhren mitnehmen. Haben wir noch irgendwas Cooles? Hier die Reissnacks, die sind auch mal sehr gut. Und Cherry Juice. Man muss ja auch immer für jeden etwas mitnehmen, das ist ja das Problem. Also ich würde sagen, meins ist so ziemlich cool, was ich habe. Toll. Und ich kann Holzblöcke setzen. Sei stolz auf mich. Wow, ich bin stolz auf dich. Ich wollte nur wissen, ob die voll oder leer sind. Jetzt habe ich fast ein ganzes Magazin verballert. Och, Mann. Und ich. Nein. Bist du fertig? Nee. Warum nicht? Ich habe irgendwie nicht so viel zu essen. Ich habe auch nur so ein bisschen Zeugs mitgenommen. Nimm das gleiche mit, was ich habe. Hast du ja ungefähr. Damit sollten wir auskommen. Wir wollen ja nicht ewig da bleiben, ne? Aber dann lass uns jetzt mal schlafen gehen. Ja, lass uns mal schlafen gehen. Okay. Nee? Ich gehe noch Karotten ernten. Ach so. Viel Spaß mit deinen Möhren. Ich spawn noch einen Huni. Und? Oh. Nicht geklappt. Funktioniert. Nein. Huni hasst mich. Glaube ich. Kommst du? Ja. Ich bin hinter dir. So. Dir. Entschuldigung. Ich gehe dann mal neben meine Schmelze schlafen. Hallo Schmelze. Entschuldigung, dass ich schnarche. Gehst du schlafen? Ja. Lu? Hallo? Lu? Das ist aber mein Bett. Und? Und? Pling! Und morgen! Morgen! Los, auf geht's! Frischer Datendrang! Ich hab gehört, die Sonne scheint! Heute, hier an diesem wunderschönen Planeten, wo ab und zu mal die Sonne scheint, dass es nie warm ist oder so. Nee. Warte, ich brauch noch neue Pfeile. Ich hab nur noch 30. Ja, was wolltest du machen? Ja, mich verteidigen. Irgendwie hat es hier eine Creeper-Invasion gegeben, als wir nicht da waren. Was? Warum? Ah, was ist denn da draußen los? Sind noch ein paar Creeper. So Kack. Oh, ein Mini-Creeper. Oh, ist der süß. Da, stimmt. Oh, guck mal. Komm, wir locken sie erstmal ran hier. Komm. Oh nein, ich habe ihn getroffen mit dem Bogen. Oh, nochmal. Nicht sterben, Kleiner. Komm her, ihr. Das ist ein Armored-Creeper. Oh nein, ich habe ihn getötet. Ich hasse Creeper. Warum leckt ihr überhaupt so rum? Könnt ihr mal aufhören, so rumzulecken? Sehr schön. Sind auf den Stacheln. Miri, kommst du? Miri, kommst du? Wir haben nicht so viel Zeit. Nur solange die Sonne scheint. Ich habe gehört, das tut sie nicht auf ewig. Oh nein, da hinten ist so eine Riesenspinne. Wo? So eine gefährliche. In welche Richtung müssen wir denn rennen? Miri? Miri? Weiß ich nicht mehr. Darüber, ne? Ja, ich glaube. Dann komm. Lass uns losgehen. Da ist aber so ein gelber Creeper. Ja, ja, mach mal weg. Der da hier macht mir viel mehr zu sorgen. Der Nervensäge hier. Bist du bereit? Bist du bereit? Dann los. Auf in die... Aua. Schlacht. Habe ich mich gerade mit meinem eigenen Pfeil getroffen? Ich weiß es nicht. Ach, hier musst du ja doppelt drücken, um zu sprinten. Macht es Sinn zu sprinten oder nicht? Hallo. So, und in die Richtung... Ich habe jetzt schon voll Hunger. Das ist also eine Stadt. Ja, schon die Hälfte von meinem... Weh, da ist keine. Kann ich das nicht über die Karte... J? Wie komme ich auf die Karte? M? Nee, eben nicht. Nee. Okay, dann nicht. Ich weiß es gerade nicht Wenn mehr. Wenn du nicht auf die Karte kommst, wie kommen wir denn dann wieder zurück? Ich weiß ja, wo unsere Base ist. Ja. Plus 200, minus 200, ungefähr. Das war sie ja schon immer.
Schauen wir mal, vielleicht ist ja wirklich eine Base. Und vielleicht, oder vielleicht hatte mir einfach eine Fata Morgana. Weil ja, vielleicht bin ich auch in eine ganz andere Richtung gelaufen. Nein, nein, du bist aus der Richtung gekommen, als ich dich damals gerettet habe. Das weiß ich noch. Dum, 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 dum. Schon wieder voll Hunger. Boah, ich habe jetzt schon 3 Keulen verloren. Ja, das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob das gut ist, so zu sprinten, aber... Oha. Deswegen will ich halt ein Jetpack haben. Auch wenn man dann halt mal für eine Zeit lang wenig Wasser hat oder so. Ich will ja nicht an dir zweifeln oder so, aber da ist nichts. Das immer ist nur Straße. Diese komischen, ja, immer diese komischen Straßen. Oder war sie links oder rechts davon? Kann schon sein. Tja, aber ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, ob wir wirklich noch eine Stadt finden, dann solltet ihr zur nächsten Folge Crash Landing einschalten. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut und tschüss. Tschüss.